Yo Leute, willkommen zurück zum Podcast. Wir sind wieder endlich da mit einem neuen Part, mit einem neuen Podcast. Heute geht es um die antiken Waffen. Kurz vorab vielleicht noch die kleine Info. Wir wissen, in letzter Zeit sind es ein paar weniger Podcasts gewesen, aber es war halt so, Jan war im Urlaub, dann war ich wieder ein paar Tage weg und dadurch hat sich das halt einfach so ein bisschen verdünnt, sage ich mal. Aber wir sehen jetzt zu, dass wir in naher Zukunft wieder ein paar mehr Podcasts für euch raushauen. Heute geht es um die antiken Waffen, quasi auch alles chronologisch aufgerollt. Von vorne bis hinten, weil die antiken Waffen wurden uns schon sehr, sehr früh in der One Piece Geschichte vorgestellt und begleiten uns seitdem, aber trotzdem sind sie sehr mysteriös und demnach das ideale Podcast-Thema, wie ich finde. Auch gerade, weil sich das alles durchzieht von One Piece schon seit Anfang und immer wieder wird es erwähnt, wenn Pornoglyph da gefunden wird, ist halt die Frage, ist es ein Pornoglyph über die antiken Waffen oder ist es halt eins über die verlorene Geschichte, das verlorene Jahrhundert? Und wir hatten schon so oft was über die antiken Waffen erfahren, immer mal wieder nebenbei. Und deswegen, ich finde das so interessant. Und auch gerade, dass wir nach dem Timeskip eine antike Waffe revealed bekommen haben, ist eigentlich richtig krass. So was meiner Meinung nach irgendwie hype-technisch auch untergegangen ist damals so. Das, ich weiß nicht, irgendwie ist das, an der fucking Poseidon ist jetzt einfach so theoretisch auf Ruffys Seite. Da werden wir natürlich auch noch drüber reden. Und auch natürlich, dass Poseidon damals schon vor 800 Jahren existiert hat. Also, und das eine Meerjungfrau war, die auch Poseidon hieß sogar. Und genau wieder vor 800 Jahren, genau diese Zeitspanne, was ja auch mit dem verlorenen Jahrhundert zusammenpasst. Also es sind zu viele Zufälle. Ja, und wie gesagt, Nico Robin ist die Einzige, die Pornoglyphen entschlüsseln kann. Das steht auch noch so im Raum, meiner Meinung nach. Es wird immer gesagt, sie ist die Einzige so, sie ist die Einzige Überlebende von O'Hara und so. Dann haben wir aber auch die Bestätigung gehabt, dass irgendwie auch ein Gold Roger auf Skype hier konnte ja auch irgendwie diese Pornoglyphen entschlüsseln. Also er hat ja auch so eingraviert mit seinem Namen in dieser komischen Pornoglyphenschrift. Also es ist irgendwie komisch, auch wie hat er das? War Olvia, also die Mutter von Nico Robin bei Roger in der Crew, also wer hat die da gelesen von Roger oder konnte er selber? Hat es mit der Stimme des Universums zu tun und was meinte Big Mom eigentlich? Big Mom hat ja auch erwähnt, dass ja, hätte Pudding schon ihre Kraft irgendwie freigeschaltet, so, dann hätte sie auch schon Piratenkönigin werden können und hätte sie das auch schon lesen können oder irgend so ein Blödsinn bezüglich der Pornoglyphen. Also ich glaube, es gibt noch mehrere Optionen, die Pornoglyphen zu lesen, aber so als einziger, als normale Person, als normal menschliche Person ohne eine übernatürliche Kraft ist Nico Robin, glaube ich, wirklich die einzige. Und deswegen ist sie auch für Ruffy, eigentlich ist sie sowas von begehrt und eigentlich sollte sie irgendwo in der Sunny unten eingesperrt sein, dass niemand sie findet, weil ohne sie Seestein kann hin, er nicht. Ja. Angekettet. Ohne also, sie kann er ja nicht so. Ja, ja, stimmt schon. Also auf jeden Fall, die Pornoglyphe sind halt an sich enorm spannend, weil sie halt so die Brücke zu den antiken Waffen darstellen und sie halt überall verteilt sind, auch so für viele ist ja, sind ja zum Beispiel auch die Himmelsinseln und so, sind ja mehr so ein Gerücht für viele Leute und zum Beispiel die, das Pornoglyph auf Shandora hat ja auch über die antike Waffe Poseidon gesprochen und so, das heißt, auf der ganzen Welt wirklich auf den, in den Blues quasi von der Grand Line her oder sogar im Himmel sind halt Pornoglyphen, die alle Infos über zum Beispiel antike Waffen haben und ich finde es da schon wichtig, dass man auch irgendwie versucht, so die anderen Parteien mit reinzubringen, weißt du, wie wir jetzt zum Beispiel Big Mom die Pudding da mit reingeworfen hat oder so, weil wenn halt wirklich bis zum Ende von One Piece Robin die Einzige bleibt, die quasi der Schlüssel zu den Ganzen ist, wäre es halt ein bisschen wack, weil dann die anderen halt keine Möglichkeit haben, überhaupt was zu reißen, weil wir kennen ja Robin inzwischen relativ gut, selbst wenn die jetzt von Blackbeard oder so gekidnappt werden würde, die würde denen halt nicht weiterhelfen, weißt du, wenn Blackbeard jetzt sagt, ey, ich habe hier das letzte Road-Pornoglyph, jetzt sag mir, was da steht, als ob sie dann so sagt, ah ja, klar, mache ich so, weißt du, egal, was er machen würde, er könnte nichts machen, um es aus ihr rauskitzeln zu wollen, deswegen brauchen die halt irgendein anderes Tool. Es war ja zum Beispiel auch so, dass bei Gold Roger haben die doch auch gesagt, dass er einfach die Pornoglyphen hören konnte, so, weißt du. Das ist so und, komisch irgendwie. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass Ruffy das auch vielleicht noch irgendwie kann, aber okay, dann würde irgendwie Robin auch hinfällig werden, deswegen kann das auch sein, dass es nicht so passiert. Aber das Ding ist, die Pornoglyphen stammen aus Wano Kuni. Das ist auch so ein komischer Fakt. Das Ding ist, wir kennen ja Wano Kuni, wir kennen auch die Vergangenheit, 20 Jahre und so, als Kaido und Orochi eingefallen ist und so und mit Oden und so. Und dann, ihr kennt ja alle die Geschichte, beziehungsweise wir erfahren das gerade alles. Aber die Pornoglyphen sind schon über 800 Jahre alt und die wurden damals auf Wano Kuni gemeißelt. Da ist jetzt die Frage, also wurden die alle vor 800 Jahren gemeißelt und dann verteilt in der Welt? So, man kann Pornoglyphen transportieren, das ist klar. Das haben wir auch gesehen, dass Jinbei das getan hat mit diesem Wadazumi in dieser Coverpage, in dieser Cover-Story, wo er das Pornoglyph für Big Mom geholt hat. Hat er es auch transportiert mit diesem Wadazumi. Also das geht, man kann die irgendwie hin und her verschieben. Also die sind nicht ultra schwer. Mich würde mal interessieren, was für ein Material das ist. Glaube ich, da nochmal ein bisschen anders. Meinst du?
Die Roadmap sind schwerer? Kann man, glaube ich, nicht. Ja, ja, ich glaube, die kann man nicht hin und her. Okay, wenn man jetzt so Nisha nennen würde, okay, transportiert ja, auch. Ja, 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 stimmt, klar. Okay, das ist aber schon übergigantisch so, ne? Aus was für ein Material ist das? Irgendwie denke ich immer, wenn ich an Pornoglyphen denke, jetzt ist es fast schon ein Pornoglyphen-Podcast, wir werden gleich die Brücke bilden zu antiken Waffen. Alter, sind die aus Seestein? Irgendwie kommt mir das so seesteinig vor. Die haben auch so farblich irgendwie so, also die blauen. Aber Ruffy hat sie angefasst. Und ja, deswegen. Also sie sind nicht direkt aus Seesteinen, aber irgendwas passt mit den Poneglyphen halt hinten und vorne nicht, weil man muss ja auch so sagen, jedes Material hat ja irgendwann so nach einer gewissen Zeit halt logischerweise so leichte Gebrauchsspuren oder so leichte, ja, dass da mal eine Ecke abbricht oder so, wäre eigentlich völlig normal, aber die Poneglyphen, die stehen einfach fucking Jahrhunderte so und alles, was passiert ist, vielleicht ist ein bisschen Gras Moos, drüber wächst, ja. So. Ja, muss. So, und deswegen ist halt, ist halt so dieses ganze Ding darum halt so krass, weil auch hier jetzt, um mal vielleicht auch die Brücke zu den antiken Waffen zu schlagen, die sind ja schon hunderte Jahre alt. Und wenn man jetzt mal guckt, ist ja eigentlich das, was in One Piece, wenn man an Waffen denkt, eigentlich immer das technologisch Neueste, auch das Krasseste, weißt du? Also so ein Pazifista, der da so kranke Laserstrahlen rumschießt, wirkt immer voll heftig. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass zum Beispiel die Theorie, dass eine antike Waffe ein Schiff ist, so, dann fragt man sich, okay, wie kann dieses Schiff mit so einer uralten Technik, würde man meinen, so fortschrittlich sein? Und da wären halt die wildesten Theorien möglich, weil man ja auch schon weiß, dass es verschiedene Völker gab, die ihrer Zeit einfach hunderte Jahre voraus waren, um das Ganze halt möglich zu machen, so. Und ja, deswegen, das ist halt ein sehr, sehr tricky Bereich an sich. Dann lass uns aber auch bei Pluton gleich anfangen, wenn wir schon über die antiken Waffen. Einfach Pluton. So, also es ist ein riesen Kriegsschiff, das wissen wir. Angeblich das mächtigste Kriegsschiff aller Zeiten. Aber irgendwie ist das, wie du gerade gesagt hast, ist es ein bisschen, also ist es größer als die Thriller-Bark jetzt so von der Größe her? Oder mächtig in Form von, es hat einfach so eine krasse Kanone mit irgendeiner Technik oder irgendeiner, ja, irgendeinem Treibstoff, der die Kanone befeuert oder so, der einfach sowas von brachial ist. Also wir kennen ja zum Beispiel von der Sunny dieses, diesen, wie heißt das? Du weißt, was ich meine, diesen Ultra-Beam, der vorne aus. Ja, der vorne rauskommt, aber weißt du, diese Ultra-Kanone, die alles deformiert. Also alles kaputt macht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das sowas in der Art ist und dass Franky hat ja die Pläne, dass er eventuell da auch ein bisschen was reingebaut hat. Und das ist auch die bekannteste Theorie, dass Pluton eigentlich jetzt, er hatte ja die Pläne, er hatte sie in der Hand. Wir wussten, also dass ein fucking Strohhut hatte die Schlüssel, also er hatte die Baupläne von Pluton. Das ist eigentlich so ein krasser Fakt. Er hätte damit eigentlich Pluton nochmal bauen können. So, irgendwo wird Pluton wahrscheinlich sein. Ich kann mir vorstellen, dass Pluton aufgefunden wird irgendwann, aber ein Kriegsschiff, was Jahrhunderte alt ist, selbst wenn es aus dem Adamsbaum gemacht ist, da kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall schon Gebrauchsspuren bzw. ein Wrack sein wird. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Deswegen macht es Sinn, dass ein Tom zum Beispiel, der hatte ja auch die Pläne von Pluton, der hat sie ja Franky gegeben, sein Meister, dass der eventuell in der Form von der Oro Jackson, was ich immer noch glaube, was eventuell auch Pluton, die Kraft von Pluton haben könnte, und auch die Sunny, dass die das jetzt weitertragen sozusagen. Aber da ist die Frage, warum macht Franky sein Maul nicht auf, wenn das so wäre? Also wenn es wirklich so wäre, dass er Teile von Pluton oder die Kraft, die Angriffskraft von Pluton in die Sunny mit eingebaut hat, wieso macht er denn nicht sein Maul auf, wenn er das Schiff letztendlich den Struten präsentiert oder so? Oder warum macht er da denn, wenn es so wäre, ein Geheimnis draus? Das ist wieder so ein Gegenargument und das wäre auch ein bisschen albern, wenn er das so, wenn irgendwann so, ja, jetzt fehlt nur noch Pluton, oh Gott, und dann kommt der so um die Ecke. Ja, Leute, hier ist Pluton, ja, so. Aber, das wäre irgendwie albern, ne? Ja, das stimmt. Also in der Situation auf jeden Fall, so wenn es so um Richtung, also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand sagen würde, okay, wir müssen das zerstören und dann so, ja, können wir nicht, wir haben nicht genug Zerstörungskraft und dann Franky so, super. So, also Leute, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber so, weißt du, das wär auf jeden Fall kacke. Aber was halt möglich ist, dass zum Beispiel die Strohhüte in eine wirklich bedrängliche Lage kommen und dann Franky sagt, okay, ich habe gehofft, ich muss das nicht benutzen, weil ich es nur aus den Plänen quasi abgekupfert habe oder so, weil er vielleicht so ein bisschen so seinen Stolz als Schiffsbauer oder so, keine Ahnung, dass er dann vielleicht noch was auspackt, aber grundsätzlich ja auf jeden Fall, weil in den Plänen müssen ja was drinne stehen, wo man halt als Schiffsbauer, und das ist halt Franky, sagt, Alter, das ist eine nice Idee oder das ist krass, so, weißt du, das muss man machen. Und er hat die Pläne verbrannt, letztendlich ist er da quasi so der Schlüsselcharakter, ja, und deswegen ist ja auch so ein bisschen das Prinzip,
alle antike Waffen werden sich früher oder später mal in Richtung Strohhüte bewegen. Werden wir auch später auf Shirahoshi kommen mit Poseidon, die ja quasi auch den Strohhüten eher zugeordnet ist. Und wenn man jetzt mal so überlegt, muss es früher oder später einfach dazu kommen. Und die einzige Person, die da quasi der Bezugspartner ist, ist halt Frankie. Dass er die Pläne verbrannt hat, ist halt irgendwie ein bisschen mies, finde ich. Also ich weiß nicht, ich hätte gerne noch wenigstens irgendwas davon gesehen. Wenigstens so eine Waffe oder so, dass man sich so halbwegs vorstellen kann, wie krass das ist. Aber man hat ja nur gesehen, wie er sie hält, dann halt kurz quasi damit ein bisschen gehadert hat und dann halt die Dinger verbrannt hat. Und deswegen, das finde ich ein bisschen schade. Es gibt ja auch unten diesen Screenshot, wo er die Pläne so hochhält, ne? Da weiß ich noch, da bin ich damals auch ausgerastet. Da gibt's unten rechts, wenn man die Pläne sich vor gerade anguckt, steht was reingekritzelt noch so, der Autor oder sonstiges. Und da könnte man Joyboy draus bilden, aus diesem komischen Gekritzel da, was viele immer gemacht haben. Auch im Manga ist es, glaube ich. Und deswegen gehen auch viele davon aus, dass Joyboy eventuell der damals. Aber ich fand auch das so zufällig irgendwie, dass das Riesenschiff da bei Poseidon, wenn wir gleich Poseidon, dass diese Noah, weißt du, ist es noch größer? Ist Pluton riesig oder ist es einfach nur mächtig so? Ich weiß nicht. Die Pläne sahen jetzt auch ziemlich dick aus, so, ne? Also aber die Pläne, er wollte gerade sagen, die sehen nicht so super dick aus, so. Er hält die ja einfach so mit ein paar Fingern in der Hand, so. Wenn das jetzt so ein riesiges, tonnenschweres, halbes Land ist, dann. Ich weiß nicht, das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ich glaube auch, da steht eher was Technisches hinter, wie du es auch schon gesagt hast, so irgendwas. Ja, eine alte, verlorene Technik. Also ich glaube ja auch, dass dieses Ganze vor 800 Jahren, was die Weltregierung ausgelöscht hat und was sie immer noch vertuschen, dass da das verlorene Jahrhundert, das verlorene Königreich, dass die antiken Waffen damals gebaut haben, es passt ja alles zeitlich zusammen, und dass die einfach Technologie hatten, von dem die Weltregierung einfach heute noch vielleicht träumt oder so, und dass das einfach so gefährlich ist und dass sie auch vielleicht der Ursprung von Teufelsfrüchten waren, dass sie einfach so, ich sag mal, so eine Prise Magie in Yvonne Peacefield reingehauen haben und dass deshalb vielleicht die so gefährlich sind. Aber das ist, wie gesagt, noch steht in den Sternen. Das werden wir aber irgendwann hundertprozentig erfahren. Jetzt die Frage, wann erfahren wir wieder was über Pluton, um jetzt langsam zum nächsten zu kommen. Also Pluton ist ja das Ding, ist ein Riesenschiff. Glaubst du, die Strohhüte werden das Wrack von Pluton finden oder glaubst du, sie werden die Oro Jackson finden und das wird sich da als Pluton entpuppen, als eine Reinkarnation Plutons dann? Ist ja auch, ja, wie gesagt, Pluton ist ja schon mehrere hundert Jahre alt, deswegen kann Pluton jetzt nicht, die Oro Jackson jetzt nicht sein. Also. Ja, also ich könnte mir vorstellen, also ich halte einen Wrack wahrscheinlich als das von der Oro Jackson irgendwie. Die Frage ist ja, wann es das nächste Mal nochmal angesprochen wird. Personen, die es ansprechen könnten, ist Crocodile letztendlich, aber glaube ich nicht, dass er es nochmal thematisiert. Dann, was aber definitiv möglich ist, bei dem Schwenker zur Reverie, der jetzt hoffentlich in naher Zukunft mal im Manga kommt, ist ja Vivi jetzt aktuell eine Person, die höchstwahrscheinlich auch sehr, sehr stark in Gefahr ist. Und natürlich König Cobra hat ja auch schon mal mehrmals über Pluton gesprochen. Vielleicht gibt es da nochmal eine Konversation dazu auf der Reverie. Das könnte ich vielleicht noch für möglich halten. Gerade auch, weil ja dann die beiden, also Vivi und König Cobra, ja mehr oder weniger so ein bisschen das Knowledge über Pluton haben und Neptun halt logischerweise über Poseidon. Und wenn die beiden sich da vielleicht nochmal drüber unterhalten, ist halt die Frage. Also wenn es in Richtung Oro Jackson oder Wrack geht, würde ich fast mit Wrack gehen, wo dann aber auch mehr von dem verlorenen Jahrhundert erwähnt wird und dann in dem Zuge das Wrack halt relevant ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Schiffswrack von Pluton an sich so einen übelsten Story-Abschnitt bekommt, das glaube ich aber nicht. Ja, das Ding ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch auf Alabasta ist, weil Crocodile wollte es ja auch, glaube ich, finden und deswegen auch Nico Robbins, der die Pornoglyphen gelesen, da war ja auch ein Pornoglyph, was verschüttet wurde am Ende und ich kann mir vorstellen, weil das ist ein riesiger Kontinent fast schon, Alabasta, also Sand Island oder wie das heißt, und da könnte es ja mehr oder weniger, ja, unter dem Sand vergraben sein, Pluton, und es liegt auch nahe, dass es, also da wird es auch hinpassen. Die Frage ist, wann geht's wieder zurück? Geht's für die Strohhüte überhaupt wieder zurück da jetzt hin? Also nach Alabasta, weil es ist ja echt dann, ist ja ein ultra heftiger Weg. Es ist ja nicht einfach so um die Ecke. Aber wenn es vielleicht ganz am Ende, wenn es dann rauskommt, die sind auf Raftel, da ist vielleicht die Oro Jackson als Wrack und dort steht halt so Attack on Titan Kellermäßig von Roger irgendeine Nachricht und der revealed dann, ja, hier die antiken Waffen. Zerstörung, Redline, All Blue, bla und so. Und dass es dann noch ein Arc gibt, wo die antiken Waffen geborgen werden müssen. Dann geht es auch wieder zurück zu Shirahoshi letztendlich. Und dann vielleicht auch zurück nach Alabasta, um dort um Pluton sich zu holen. Da ist die Sache,
wie könnte das alles? Wir haben jetzt auch Imsa mal gesehen mit diesen Bildern, die Imsa mal in der Hand hatte, mit dem neuen, das Licht, was ausgelöscht wird. Und da war ja auch Shirahoshi drauf, antike Waffe, vielleicht sogar Vivi und halt, also Vivi war da auch drauf, vielleicht, weil die auch wissen, dass die ja da die antike Waffe haben auf Alabasta und halt noch Blackbeard und Ruffy, weil die vielleicht mit ihrer Stimme des Universums Uranus sind oder so, man weiß es ja nicht, es könnte ja alles sein. Dass Ruffy die Antike, darüber reden wir gleich drüber. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass es am Ende so einen Arc gibt und dass sie dann vielleicht nach Alabasta nochmal gehen und das Ganze dann nochmal machen. Aber ich glaube sowieso, dass das Licht, was ausgelöscht wird, Vivi sein wird, weil es liegt einfach nahe, so wie es inszeniert wurde, dass jetzt als Cobra oder Vivi oder beide einfach ausgelöscht werden und vielleicht Alabasta mit einem Alabasta-Call ausgelöscht werden. Ich weiß nicht, aber Alabasta Klassiker. Ist für mich zu krass, so dass das so ausgelöscht werden könnte mit einem Buster-Call. Das ist ein riesiger Kontinent, so. Das geht doch nicht einfach mit Schiffen vom Rand, so, weil es ist, da leben 10 Millionen Leute. Das ist doch Quatsch, dass sie das mit dem Buster-Call so wie bei Ohara machen können, oder? Meinst du, die könnten Alabasta auch so auslöschen? Also dann müssten die aber, also der Buster-Call lebt ja mehr so von den ganzen Kriegsschiffen, die dann da alles zubomben, aber dann müssten die da alles, Admirale und alles hinschicken, damit die damit die da quasi, also Alabasta kann man nicht einfach mal so gerade mit einem Fingerschnippen zerstören, das würde, selbst beim Buster-Call, das würde so lange dauern, allein bei der Enies Lobby hat ja auch der Buster-Call eine Weile gedauert und das ist ja auch nur quasi eine ganz kleine Stationierung von der CP9, so weißt du. Deswegen. Also das ist sehr, sehr schwierig. Die Sache ist halt, wenn man halt so einen Abschnitt macht, wo die Ströte zurück zu Alabasta gehen, fände ich es irgendwie wieder cool, wenn man dann halt so mehrere Stationen abklappert, weil schlussendlich warten wir auch immer noch alle darauf, dass Ruffy zurück zu Impel Down geht, um seinen fucking Kollegen abzuholen. So. Und deswegen, also dann kann man schon irgendwie, es ist halt die Frage, vielleicht nutzt man noch einfach die Strohut-Allianz und sagt dann, okay, also und teilt das so ein bisschen auf, weil man muss halt ein paar alte Stationen irgendwie vielleicht noch mal abklappern. Laboon ja auch noch, ne? Bevor die Redline zerstört wird, weil ansonsten ist es vorbei mit Laboon, Alter. Ja, genau so. Also man muss da schon noch ein paar Stationen abklappern. Wie gesagt, Impel Down ist ja so, also Ruffy kann nicht guten Gewissens Piratenkönig werden, wenn da sein Kollege in der Zelle schmort. Deswegen, das ist halt ein bisschen tricky. Und dann könnte man das auf jeden Fall sinnvoll verpacken. Aber Pluton ist halt so die, also die Frage ist halt, ist das Schiff noch intakt und wirklich nutzbar, dass man, wenn man das Schiff findet, sagt, okay, ich habe jetzt hier die antike Waffe und kann alles niederschmettern, weil das Schiff soll in der Lage sein, ein ganzes Land zerstören zu können? Oder ist es wirklich nur noch ein Wrack oder ist es halt gar nicht mehr vorhanden und man müsste es quasi nachbauen und die Oro Jackson ist so ein bisschen so dieses Unvollkommene und Franky übertrifft dann seinen Meister und hat so quasi am Ende mit der Sunny so die vollkommene antike Waffe quasi übertroffen, ist halt so, ja, es ist sehr tricky, aber ich glaube, dass Pluton auch von den antiken Waffen ehrlich gesagt die, Ich will's nicht heraufbeschwören, es wäre ultra wack, wenn es dann nicht so wäre, aber ich glaube, es ist die irrelevanteste antike Waffe von den dreien, glaube ich. Würde ich auch so unterschreiben, also wenn man sich die anderen mal so, also muss man einfach sagen, kann ich auch nur so unterschreiben. Das Ding ist, ich würde mir wünschen, wenn es irgendetwas an Pluton gibt, was es so stark macht, also sagen wir irgendein Antriebskern, der, ich will es nicht atomkraftmäßig nennen, aber irgendeine Antriebskraft, die sozusagen unendlich ist, die einfach Pluton so krass macht irgendwie, dann brauchen die es nicht mehr mit Kohle antreiben, diese Sunny oder so, dass vielleicht dieser Kern, dieser Antriebskern von Pluton, dass der vielleicht schon rausgenommen wurde aus dem alten Wrack, weil Roger den gefunden hat oder so und dass das in der Oro Jackson ist und dass sie vielleicht dann das von der Oro Jackson in die Sunny reinpacken können und dann kriegt die Sunny auch die Angriffskraft von dem Pluton oder irgend so ein Blödsinn, das, also irgendwas Besonderes muss ja da sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wäre irgendwie zu krass, wenn Franky einfach nur mit den Plänen theoretisch eine Pluton 2 bauen könnte. So. Also irgendwas Besonderes muss doch da sein, außer jetzt Adamsbaum oder so. Irgendwas noch krasseres. Aber ist es nicht zum Beispiel so, dass bei der Sunny wird doch auch für ganz viele mechanische Vorgänge füllt doch auch Franky Cola danach, oder ja, nicht? Ja. Ist das nicht sogar so? Ja, das ist so. Vielleicht dann bei Pluton irgendeine andere Flüssigkeit oder so, weißt du, die dann. Es ist sehr verzerrt. Also Pluton kann halt alles sein. Wichtig, aber hier, es ist eine antike Waffe, die keiner Fraktion zugehörig aktuell ist. Das heißt, wir wissen eigentlich relativ genau, dass kein Kaiser sie nach aktuellem Stand hat. Und auch die Weltregierung hat ja damals Ben Dam beauftragt, die Pläne zu finden. Und das würden sie ja nicht machen, wenn sie Pluton schon irgendwie hätten. Ja. Das heißt, an sich dürfte aktuell keine Fraktion wirklich Pluton haben. Ist noch so ein entscheidender Baustein, den man so braucht, wenn man halt so klassifizieren möchte, welche Fraktion denn zurzeit die heftigste ist.
Weil natürlich, wenn man Pluton hat, ist das natürlich schon ein kleines, aber feines Power-Up, würde ich meinen. So. Meinst du, Frankie hat die Pläne irgendwo nochmal kopiert oder hat sie in seinem Kopf abgespeichert? Weil das ist das Ding. Ja, weil das ist das Problem. Theoretisch also hat er sie verbrannt. Schon, ja. Ja, das ist die Sache. Nur noch in seinem Kopf vielleicht, weil er sie Nächte für Nächte durchgeblättert hat oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass er das im Kopf hat. Und dass er der Einzige ist, der Pluton noch überhaupt nachbauen könnte, so wenn er will. So, das, sowas kann ich mir noch vorstellen. Also, dass das jetzt Fake-Pläne waren, die er verbrannt hat und so. Auch überhaupt Pläne. Er muss es ja gelesen haben, weil er ja nach dem Lesen sich entschieden hat, die zu verbrennen. Und ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass Frankie, ist halt die Frage, ob Frankie dann gesagt hat, okay, die Gefahr ist zu groß, selbst dass ich es weiß, ist zu groß, weil nachher gerate ich vielleicht noch ins Fadenkreuz oder so. Sehr tricky, aber I don't know. Ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, kopiert auf gar keinen Fall, abgespeichert schon. Also zumindest das Wichtigste davon. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch 20 Minuten über fucking Pluton geredet, ey. Es ist immer so und es gibt noch ein paar Sachen, so, die man ansprechen könnte, aber es ist einfach, lass uns jetzt mal reden über Poseidon. Ich finde, das ist eine antike Waffe, die ist wirklich auch den Namen antike Waffe. Obwohl, warum ist es eigentlich, wie kann das sein, dass jemand damit geboren wird? Mit so einer das ist ja wirklich was Übernatürliches, das ist ja nichts Normales, so, das ist ja nicht irgendwie mit Haki zu erklären oder so, das ist absolut krass, dass einfach Shirahoshi. Jetzt mal abgesehen von Shirahoshi, warum sie so groß ist und wie ihre Eltern, warum ihre Eltern so klein sind, wie das sein kann, was für ein genetischer Defekt da vorgefallen ist, aber sie kann einfach Seekönige befehligen. Das ist so krass, das ist so heftig. Und das erste Mal von Poseidon haben wir damals im Goldenen Sockel auf Shandura erfahren. Da hat Nico Robin das gelesen und so. Finde ich aber gut, dass wir das jetzt schon aufgeklärt haben und schon jetzt Poseidon, wir wissen, dass Shirahoshi ist, das ist aber auch, also da könnte ich mich theoretisch, also da könnte ich mich ewig drüber aufregen. Warum? Mit dieser antiken Waffe und Shirahoshi, mit den Fischmenschen, warum damit so umgegangen wird. Also sie ist jetzt gerade in den Fängen der Weltregierung, jetzt gerade aktuell auf der Reverie. Das ist so dumm, das ist taktisch so dumm, weil 100% wissen die das auch, dass Shirahoshi Poseidon ist, weil das wusste schon Wander Decken, dieser Lobob da, der mit seiner Frucht so, der wusste das schon. Und jetzt ist sie da einfach. Also, und wir wissen ja, dass die Weltregierung 100% hinter den antiken Waffen her ist, so. Ja, es das liegt auf doch einfach jeden Fall. Nahe, so dass sie jetzt einfach da nicht mehr zurückkommt. So. Oder ja, nicht? Deswegen, und ich, was halt tricky ist, so die Fischmenscheninsel, das haben ja auch 20.000 Leute gesehen, was da passiert ist. Weißt du, es war ja für alle zu sehen, dass die Noah wieder zurückfällt und dann Seekönige das Ganze aufgehalten haben und die Gerüchteküche sollte da eigentlich relativ schnell brodeln, so, weißt du? Also, es sollte schon relativ bekannt sein, dass Shirahoshi da die antike Waffe ist. Aber auch hier wieder Seekönige befehlen. Es hört sich nicht krass an, finde ich, aber One Piece, die Welt besteht halt zum Großteil aus Wasser so und da ist das auf jeden Fall schon ein nicer Move, weil man ja auch überlegen muss, wie viele fucking Seekönige es auf der ganzen Welt halt logischerweise geben muss. Wenn man die alle befehligen kann, dann ist das auf jeden Fall ein krasses Tool. Also ja. damit kann man schon, ich sag mal so, weil wenn es so ein Final Clash geben würde zwischen Strohhüte und zum Beispiel Weltregierung, dann würde ja auch irgendwie eine Insel mit hunderttausenden Schiffen, wo halt Millionen von Soldaten sind von der ganzen Welt, dann könnte halt alleine Poseidon schon mal die ganzen Schiffe und dann hätte zerstören und man hätte nur noch die Insel, so, weißt du, und dann wäre das auf jeden Fall ein krasses Tool. Obwohl es halt sehr abwegig ist, weil man kann sich irgendwie nicht richtig vorstellen, wie ein Ruffy zu Shirahoshi sagt, yo, benutz mal deine Kraft, hol mal hier ein paar Seekönige und zerstör die alle und töte die alle. So, das, ja. Deswegen ist halt eher so ein Verteidigungstool, um halt die Fischmenscheninsel zu beschützen. Ich denke, so wird das auch genutzt. Ist ja auch so ein bisschen, also, um das vielleicht mal ganz kurz, logischerweise sind alle antiken Waffen der griechischen Götter nachempfunden. Das heißt, Pluton ist ja der Gott der Totenwelt in der griechischen Mythologie. Poseidon, obviously, werdet ihr alle wissen, der Gott des Meeres. Und Uranus ist der Gott des Himmels. So. Und die gängigsten Theorien ist ja, dass Pluton, dieses riesen Kriegsschiff, ein ganzes Land zerstören kann. Pure Zerstörungskraft, dementsprechend Totenwelt. Poseidon, obviously, Meer. Und Uranus, Himmel, gibt es ja die Dragon-Theorie, so, dass man da halt so die Brücken schlägt. Aber ob man das jetzt so ausnutzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ruffy für einen kriegerischen Akt Poseidon ausnutzt, aber es ist schon mal wichtig zu wissen, dass Shirahoshi im Zweifelsfall auf jeden Fall auf seiner Seite steht. Ich habe da auch ein paar Gedanken zu Poseidon, wie Ruffy das anwendet, beziehungsweise wie das in One Piece angewendet wird. Ich glaube, die antiken Waffen werden sowieso alle in Kombination am Ende nützlich sein, nicht einzeln so.
Aber ansonsten, man muss sagen, viele nehmen das Argument so, ja, okay, Ruffy hat einfach Dings weggeprügelt, den Seekönig damals so. Das ist nichts so. Das ist einfach lächerlich so. Ein Seekönig ist einfach nichts. Aber erstmal war der Seekönig, wie hieß der nochmal? Der hat auch so einen Namen. Den hat Oda auch so einen Namen gegeben. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall, es gibt Seekönige unter Wasser, die sind wesentlich größer als dieser vom Anfang Windmühldorf. Also es gibt so riesige Seekönige. Die haben wir auch gesehen bei der Fischmenschinsel. Und die zu befehligen, also sie kann ja wirklich sagen zu denen, ja komm, zerstört mir die Schiffe oder so. Also gerade, wie du es gesagt hast, in so einer wasserbevölkerten Welt, so, die kann einfach sagen, ja hier, zerstört die Schiffe von unten und fertig. So. Denn eine Seeschlacht ist theoretisch dann nichts mehr für die. Und es gab ja auch schon öfter so Fälle, wo, überleg mal, wo einfach so Seekönige unter Wasser, das wäre so nützlich gewesen. Aber ich glaube auch, dass die eher defensiv genutzt werden, beziehungsweise ich glaube auch, dass die Noah, die ja neben der Fischmenschinsel war, ne, das riesige Schiff, ein riesiges Schiff. Ich glaube, dass die dafür war, letztendlich, dass Joy Boy dafür gesorgt hat, dass dieses Schiff da ist, diese Noah da ist, um letztendlich auch wie die Arche Noah in unserer Bibel, Lebewesen zu retten. Ich glaube auch, dass es so, dass deswegen der Name auch so ist, dass einfach dafür es geeignet war, die Fischmenscheninsel da zu rekrutieren, zu retten. Mithilfe von Poseidon wird das Schiff dann gezogen unter Wasser, weil ansonsten es wird zu machen. Und dann werden die sozusagen gerettet, weil die Redline, wie gesagt, über der Fischmenscheninsel ist und wenn die zerstört wird von Pluton, mit der Angriffskraft von Pluton, dann gehen die Bröckel von der Redline auf die Fischmenscheninsel und würden die Fischmenscheninsel zerstören. Deswegen müssen sie gerettet werden, evakuiert werden und deshalb die Noah und mit Hilfe von Poseidon wird das Schiff dann gezogen mit den Fischmenscheninsel an die Meeresoberfläche oder sonstiges. So, das wäre so mein Gedanke, beziehungsweise... Ist ja auch das Naheliegendste. Ja, es ist so. Es ist Naheliegendste und ist auch die Theorie, die gängigste. Also deswegen glaube ich auch, dass dafür letztendlich Poseidon benutzt wird, weil es auch gerade Sinn macht, dass Poseidon auch gerade Shiroshi ist, die ja jetzt gerade der Fischmenschen ist. Also es liegt einfach nahe. Genau. Und auch hier finde ich, um nochmal auf den defensiven Aspekt, beispielsweise wissen wir ja, dass Big Mom ist ja auch wahrscheinlich gewillt, früher oder später, jetzt natürlich nicht, der Arc lässt es einfach nicht zu, aber früher oder später die Fischmenscheninsel anzugreifen, weil Ruffy sie zu seinem Territorium gemacht hat und vorher war es Big Moms Territorium und hier zum Beispiel wäre das halt, weil die Fischmenschen an sich können sich nicht gegen Big Mom wehren, aber so eine Shirahoshi, die könnte dann unter Wasser natürlich den Vorteil ausnutzen, sowas ist halt irgendwie möglich, dass man das in der Hinsicht ausnutzt, aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass Ruffy dann, keine Ahnung, wo das zum Beispiel auch interessant wäre, wäre bei Impel Down, weil ja Impel Down auch zum Großteil unter Wasser ist. So, da könnte man es auch nochmal reinwerfen. Eigentlich, du hast recht, einfach einreißen und fertig. Also es gibt genug Möglichkeiten. Also Poseidon wird definitiv nochmal wichtig sein. Das wird nicht nur gewesen sein, um die Noah aufzuhalten, weil schlussendlich hätte auch Ruffy den Großteil aufhalten können im Zweifelsfall. Und aber halt mit einem sehr zerstörerischen Akt, muss man dazu sagen. Und klar, um natürlich die, bei der Zerstörung der Redline ist ja auch das, was schon in der Prophezeiung quasi zu sehen war oder was darauf schließen lässt, dass die Redline zerstört wurde, dass die dann halt die Noah wegziehen. Also es wird einen eher Support-Charakter haben, aber ja, muss man halt abwarten. Also es ist halt sehr schwierig, was Oda damit anfangen will. Die Frage ist halt, was macht Shirahoshi auf der fucking Reverie? So, also das ist halt so richtig in die Höhle des Löwen gehen. Es ist halt so dumm, weil klar, Imsama weiß die Welt nichts von, aber schlussendlich kann man sich schon denken, da sind die Admiräle, da ist der Großadmiral, Generalkommandant Kong, so die fünf Weisen, Imsama. Also irgendjemand wird da schon wissen, was Sache ist und es ist halt einfach dumm, dass man auf der Redline, die so weit weg vom Meer ist, weil es halt einfach so hoch ist und auf einer riesigen Mauer, da kann Shirahoshi ihre Kraft noch so gut benutzen, es würde nichts bringen und dann kann man einfach diese antike Waffe quasi, ja, gefangen nehmen, so, und es könnte ja auch keiner verhindern, Seekönige können jetzt auch nicht die Redline zerstören an sich, oder es würde halt eine Weile dauern. Das ist echt, das ist so dumm, also ich habe mich schon so oft in Streams und so darüber aufgeregt, weil sie hat zwar die Träume, die Welt zu sehen und bla bla, diesen ganzen emotionalen, ne, man weiß es, aber trotzdem, es war ja schon so, letztens in einer Anime-Folge war es auch, wo alleine schon dieser, das war doch San Carlos, der da ankam, der wollte sie als Haustier nehmen, so, und ja, alle schreien, sie können nichts machen, so, keiner kann was machen, so, außer halt ein Tenryubito selbst noch, der hat sie dann, der hat ihn ja weggeprügelt, aber nur ein Tenryubito hätte schon fast dafür gesorgt, dass die antike Waffe einfach, ja, jetzt weg ist, so, es ist einfach ein Haustier von einem Himmelsdrachen, so, deswegen, das ist so dumm, was da passiert, und deswegen glaube ich auch, dass die Reverie so nicht abläuft. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass
wenn die Rebos da irgendwie was draus machen, dass sie die dann mitnehmen oder so, weil das wird da alles komplett, ich glaube, es wird alles eskalieren, die ganze Reverie. Deswegen freue ich mich einfach auf den Schwenker, wenn wir das mal sehen überhaupt. Aber ich kann mir vorstellen, dass da alles eskaliert, aufgrund der Rebos, die kämpfen da ja schon, es ist ja schon mehr oder weniger eskaliert. Und dass dann auch, ja, das thematisiert wird, dass da fucking eine antike Waffe ist. Und dass sie da mitgenommen wird von Sabo oder so, weil es ist zu gefährlich, so. Kann ich mir echt vorstellen, weil es ist sonst echt viel zu gefährlich. So. Es ist halt ultra dumm. Ja. Haben wir zu Poseidon noch irgendwas zu sagen? Wie gesagt, dieselbe Kraft schlummerte vor 800 Jahren noch in der ehemaligen Prinzessin, die selbst auch Poseidon hieß. So wird es genannt. Also wahrscheinlich war sie die erste. Ja, und das würde auch passen mit dem verlorenen Jahrhundert damals, genau vor 800 Jahren. Sie hieß Poseidon, deswegen auch die Namensgebung Poseidon. Und sie war auch eine Meerjungfrau. So. Also das ist irgendwie krass. Ich finde es krass, so, dass das so weitergetragen wurde. Das muss ja dann auch jemand vor Shiroshi die Kraft gehabt haben. Und ich finde alleine den Fakt krass, und damit habe ich davor auch nie gerechnet, dass eine antike Waffe auch innerhalb einer Person sein kann. So, ich habe immer gedacht, das muss sowas sein, dass es irgendwas, irgendwas Festes ist. Pluton halt, so ein Material. Ja, oder eine Waffe halt, so, ja, ne? Ja, genau. Und ja, genau, ist so eine antike Waffe. Und dann stellt man sich halt eine Waffe vor. Aber ja, die Kraft von Poseidon schlummert in Shirahoshi. Und das ist ja auch der Ursprung für die meisten Theorien für Uranus, dass halt die Kraft von Uranus in Dragon schlummert. Ist ja auch so eine der gängigsten Theorien. Und auch so für viele die einzige Argumentation, wie die Revolutionsarmee auf das Stärkelevel der Weltregierung kommen kann. So, weil man stellt sich halt immer vor, okay, man hat die Kommandanten, die sind, also zwei Kommandanten wiegen ungefähr einen normalen Admiral auf, aber schlussendlich, wenn man dann die vier Kommandanten, zwei Admirale, dann vielleicht Sabo, ein Admiral alleine und die Vankov noch so ein bisschen, also, aber es spielt alles nicht in der Liga, also die drei Admirale, Großadmiral, Generalkommandant Kong und die ganzen Vizeadmirale und generell die Stärke der Weltregierung wiegt einfach nicht die Stärke auf, die Revos nur aufzubieten haben, und deswegen wäre halt so eine antike Waffe da nicht schlecht. Und Uranus, wie gesagt, der griechische Gott des Himmels, und ja, es wirkt halt durch die Stürme und so, wirkt es immer sehr, sehr krass so, dass halt Dragon da der Anhaltspunkt ist. Aber die Frage ist halt, hier ist es wie Pluton, eine materielle Waffe, die man benutzen kann, oder eine Person wie Poseidon halt, die Kraft, die in Shirahoshi schlummert. Ich kann mir vorstellen, dass es, wie gesagt, was auch so wie bei Shiroshi ist, und du hast schon gesagt, Dragon, finde ich eigentlich auch gut, den Gedanken, macht auch am meisten Sinn eigentlich so. Es gibt noch eine Theorie, die ich ganz cool finde, aber erstmal zu Dragon, wir haben ihn, wie gesagt, ein paar Mal gesehen, wie er so ein bisschen fliegt und sowas, da kann man auch sagen, okay, er hat eine Windfrucht oder sonstiges, aber wenn wir schon den Uranus, es liegt einfach nahe, Gott des Himmels, dass er dann auch Wind und Wetter beeinflussen kann, beziehungsweise irgendwie ja den Wind so, und das liegt dann einfach nahe. Wir haben auch damals gesehen, der Kampf von Ed War, wo Roger gegen Shiki gekämpft hat. Da hat er auch irgendwas erwähnt, dass er, also da hat Shiki erwähnt zu Roger irgendwie, dass er, ja, dass er den Ort, das wurde auch falsch übersetzt im Deutsch und so, dass er den Ort einer Waffe weiß oder einer, irgend sowas meinte er. Mhm. Was die Welt verändern kann. Ja, genau, dass Roger sozusagen den Ort weiß, und deswegen glaube ich, dass damit auch vielleicht Uranus gemeint sein kann. Er hat ja auch dann letztendlich, er war ja, also eine Uro Jackson gegen eine ganze Schiffsflotte mit 20, 30 Schiffen oder so, die ihn umzingelt haben. Und letztendlich hat die Uro Jackson es alleine da rausgeschafft. Alle anderen Schiffe wurden zerstört, so außer die, weil nun mal ein Sturm aufgekommen ist. So. Also da kann man eigentlich eins und eins zusammenzählen. Und das liegt einfach nahe, dass da Roger auch irgendwie übernatürlich irgendwas hatte. Und das einzige Übernatürliche noch, was auf dem Schiff war, war dieses Ei. So, jetzt könnte man auch wieder weiterspinnen. Hat das Ei irgendwas damit zu tun? Ja. Ich weiß nicht. Es ist könnte ja auch Beerdigung von Roger, und Roger war ja in den Intervall, wo er so von der Bildfläche verschwunden ist, bis zur Hinrichtung, war ja auch nochmal ein zeitlicher Abschnitt, so dass er dann, also wenn man mal überlegt, an welchen Goal D Roger, an welchen D könnte er vielleicht die antike Waffe auch weitergeben oder die Kraft davon, und dann würde man halt relativ schnell auf Dragon schließen, weil so Leute wie Ruffy und Blackbeard und so waren einfach keine Option, die waren, also die sind ja gar nicht so in der Story gewesen in dem Sinne, und auch ja, welche anderen D-Charaktere, auch Lore und so, das sind alles Charaktere, die waren nie auf dem Zettel für einen Gold Roger von der Existenz, und deswegen ja, ist halt Dragon ein Charakter, der auf jeden Fall in Frage kommt, wo Roger gesagt hat, hey, take it, so, und hat ihn dann quasi die Kraft übertragen. Ja, das ist halt so die Sache. Wie überträgt man sowas? Also ist das angeboren oder kann man das so das übernatürlich halt weitergeben? Ja. Das ist auch noch so ein Ding. Also, okay, Wind und Wetter, oder sagen wir Wind beeinflussen mit der Kraft von Uranus, kann ich mir vorstellen, liegt auch nahe, allein wegen der Namensgebung, Gott des Himmels, ne? Aber was auch noch eine Theorie ist, die ich jetzt mal ansprechen wollte, guck mal, wir kennen ja zum Beispiel
Poseidon, also Shirahoshi. Und dann kennen wir ja Ruffy, der war ja auch da, hat die ganzen ja auch gehört, also die ganzen Seekönige. Und das war ja auch dann ein Flashback von Roger, wie er auch dort die Seekönige gehört hat und hat sich gefragt, was ist hier los? Kennst du noch diese Stelle, wo Roger so sich umguckt und fragt so, oh, was geht hier ab? Ich höre irgendwelche Stimmen so und das sind die Seekönige, die er gehört hat. Vielleicht hat die Stimme des Universums ja auch irgendwas damit zu tun, mit Uranus. Aber egal, erstmal, auf jeden Fall hat Ruffy da auch die Stimmen von den komischen Seekönigen gehört. Und Shirahoshi nun mal auch. Shirahoshi konnte diese dann aber auch befehligen und sagen, ja, hier zieht jetzt die Noah weg und so und fertig. Und das Gleiche, mehr oder weniger, hatten wir dann auch mit Momonosuke, der ja auch mehr oder weniger auf Suzunisha, den riesen Elefanten, hören konnte. Und Ruffy konnte ihn auch hören. Beide haben sich die Ohren zugehalten, weil er so geschrien hat vor Schmerz. Und Ruffy konnte ihn auch nur hören und Momo konnte diesen befehligen. Jetzt könnte man eigentlich eins und eins zusammenziehen und sagen, okay, das ist ja theoretisch genau das Gleiche, nur über Land. Und man kann eventuell, vielleicht ist Momo der Uranus, so der geborene Uranus, weil er einfach alle Kreaturen oberhalb des Meeres befehligen kann, wo so Nisha zuzählt. Aber ich glaube das irgendwie nicht mehr. Ich glaube, das liegt eher daran, dass er ein Kozuki-Nachfahre ist, auch mit der Stimme des Universums, und dass eventuell ein Kozuki damals, also irgendein Vorfahre von ihm vor 800 Jahren, den Elefant befehligt hat und deswegen kann er nur als mehr oder weniger Nachfolge das stoppen sozusagen. Ne? Ist ja auch das, was Zunisha dann gesagt hat, also Zunisha wurde ja aufgetragen zu laufen, also weißt du, ja. dass Zunisha immer weiterläuft und dann hat ja Zunisha auch Momo quasi darum gebeten, dass sie den Befehl kurzzeitig pausieren kann, um halt die Schiffe von Jack zu zerstören, weißt du? So, und dann hat Zunisha ja auch gewartet, bis der Befehl kommt, damit sie halt den anderen Befehl quasi erstmal hinten anstellen kann. Die Sache ist auch hier, also ob man Momo so eine wichtige Rolle gibt, weil ich meine, er hat jetzt halt einfach so die Screentime des Millenniums und auch die Relevanz so, ich meine, über Su, über die ganzen Arcs wird das jetzt verteilt und es ist halt sehr, sehr krass. Schon seit Punk Hazard ist er ja quasi präsent. Ob er wirklich mit antike, also in dem Moment, wo Momo eine antike Waffe ist, ist klar, dass er auch noch die nächsten 3-4 Arcs bis zum Ende von One Piece relevant sein wird. Ist halt ja die Frage, ob man das machen möchte oder ob man mit Wano Kuni ein inniges Ende findet. Deswegen gehe ich eigentlich fast nicht davon aus, dass Momo es ist, weil zum Beispiel Charaktere wie Dragon logischerweise deutlich besser zum Ende von One Piece sich noch mit einbringen lassen, weil sie halt so aufgebaut wurden. Und was halt zum Beispiel dafür spricht, ist ja, wo Roger hingerichtet wurde. Man hat halt die Leute, die davon betroffen waren, weil zum Beispiel Shanks und so, der dann geheult hat und Buggy und so. Und man hat halt Charaktere gehabt wie Dragon, der dann auch einfach so weggegangen ist, weißt du? Und ja, ja. In dem Moment, wo er weggeht, ist halt die Frage, wenn man es wirklich so argumentieren kann, dass die Leute, die, also Roger hat die Kraft von Uranus gehabt und in dem Moment, wo er stirbt, hat er schon irgendwie, wie auch immer, ein Tattoo von Dragon lässt grüßen, Kappa, also festgelegt, dass Dragon der Nächste ist, der die Kraft bekommt, dann wäre es halt voll passend, dass in dem Moment, wo Roger quasi gestorben ist, so 10 Sekunden später Dragon einfach wütend wegläuft, so mäßig so, okay, jetzt habe ich die Kraft, jetzt kann ich gehen, weißt du? So, jetzt beginnt meine Mission. Weil alle sind halt so da geblieben und haben halt sich das Ganze angeschaut und die einzigen Personen, die instant weggegangen sind, sind Doflamingo mit einem Kommentar, was ja auch wichtig ist, weil er auch wieder so die Brücke zur 5 Weisen, Tenyubito und so weiter ist. Und halt Dragon, wo man halt sagen kann, so, okay, für ihn ist jetzt so die Mission, let's get started, so, jetzt kann es losgehen bei mir oder jetzt muss ich meinen Auftrag erfüllen. Und so sieht er halt auch aus, weil er halt so einen voll disziplinierten Blick hat, so mäßig, okay, jetzt muss ich was erledigen. Könnte echt sein, aber meinst du nicht, oder was hat es mit diesem Ei auf sich? Meinst du, das hat nicht irgendwas damit zu tun? Du willst das Ei, ne? Du, ich will das Ei hier irgendwie reinbauen in dieses Podcast auf jeden Fall. Ich finde das Himmel, so schwierig. Wenn das ein Drache ist, stell vor, es ist ein Drache und ja. Gottes Himmels, es gibt ja auch Wetterdrachen in der Mythologie und so, also es ist, ja, okay, dann heißt Dragon aber auch noch Drache, deswegen, das wäre auch so viel irgendwie. Ja, ich weiß, also, aber ich bin. dieses verdammte Ei. Also, das Ding ist, es muss halt irgendwas damit auf sich haben, weil es auch einfach so fucking riesig ist und immer so fett im Panel zu sehen war.
Ich kann es nicht sagen. Also das Ei hat halt so viele Möglichkeiten. Bei Uranus würde ich guten Gewissens sagen, okay, ich lock Dragon ein und ich lock Momo ein und eins davon wird schon sein, so, weißt du? So, ja. So, aber bei dem Ei, da ist es halt so, oh, da gibt's tausende Theorien und alles ist halt, es ist halt so, also zum, da hat man so wenig Anhaltspunkte, auf die man schließen kann. Aber Drachenei ist natürlich, ja, es ist so naheliegend, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht. Was ist denn dein Gedanke dazu, so zu den Ei? Also wenn du dich jetzt auf eine Sache fokussieren müsstest, was das Ei beinhaltet, was würdest du sagen? Also ich würde sagen, es ist ein Drachenei, so. Also das ist, aber ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass er vielleicht, also das ist sowas Kleines, Emotionales, so eine kleine emotionale Geschichte war, so ein Storystrang irgendwie, den Roger hatte, dass er vielleicht einen Drachen getroffen hat oder und dann sich vielleicht irgendwie das Ei gerettet hat, weil die Mutter getötet wurde. Irgendein Schwachsinn, dass er einfach wie Ruffy auch so ist, weißt du? Und dann einfach das Ei auf seinem Schiff hatte, das mit ausgebrütet hat und so. Aber dass es vielleicht, ja, vielleicht gar nicht sowas ist, was übernatürlich, also was noch, also ein Drache ist natürlich schon übernatürlich an sich, aber nicht nochmal irgendwie eine krasse Fähigkeit hat wie Uranus oder so. Dass es eventuell einfach nur so ein Ding war, dass Roger einfach dieses Drachenei dabei hatte, um es auszubrüten. Und er hat ihn vielleicht auch zu sein. Vielleicht war der Drache, der gestorben ist, die Mutter oder so, vielleicht war das sein Nakama oder sonstiges. Kennst du auch zu komische Anime-Geschichten manchmal. Also sowas in der Art, das wäre einfach, sowas wäre in Ordnung, sag ich mal. Sowas aber wie. Also das Ding ist, es kann alles sein und ich wäre, glaube ich, mit allem zufrieden, weil es so random ist und ich kann mir daraus keinen Reim machen. Aber sowas in der Art halte ich am wahrscheinlichsten, so, sag ich mal. So. Was gibt's jetzt noch? Also über Uranus, antike Waffen. Wann glaubst du, erfahren wir mal wieder was über eine antike Waffe? Die Pornoglyphen kommen nun mal aus Wano Kuni. Ich finde es ein bisschen fragwürdig. Ich finde es aber fragwürdig, dass wir noch kein Pornoglyph oder so auf Wano Kuni bis jetzt gefunden hatten. Also es soll zwar das Road Pornoglyph und so, soll bei Onigashima sein. Das ist ja auch eine Nebeninsel von Wano Kuni. Also ich finde aber komisch, dass wir selbst so. Vielleicht in der Schatzkammer. Nee, in der Schatzkammer hat ja selbst. Hatte da nicht. Warte mal, es hatte doch. War das nicht so, dass Brook sich in seiner Geisterform in die Schatzkammer von Orochi reingeballert hat und hatte da nicht zwei normale Pornoglyphen sogar gefunden? Also ja, bei Brook ist es halt direkt die Sache, weil Brook ist ja so der, ja, der Pornoglyphen-Stealer. Er hat es ja schon bei Big Mom quasi gezeigt, dass er sich mit der Geisterform da reinsneakt. Wie es jetzt genau in Wano Kuni war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich meine, er hat ja. Also er wollte ja auf jeden Fall die Kopie davon machen und er war ja auch den Team, also das wurde ja so in Teams aufgeteilt, weißt du, in diesem ganzen Abschnitt, dass man so Teams verteilt, die quasi sich um verschiedene Sachen kümmern, aber ja, ich weiß gar nicht, ob er das gemacht hat, aber es ist natürlich sehr naheliegend, dass Brook wieder die Pornoglyphe stiehlt, weil er hat es ja schon auf Whole Cake Island mehr als bewiesen, dass er es kann, weil er ja sogar gegen Big Mom sich quasi, ja, durchgesneakt hat und die Kopien trotzdem noch geholt hat. An sich ist halt die Sache, der Road Pornoglyph auf jeden Fall, andere Pornoglyphen mit Hinweisen auf antike Waffen auch sehr gut möglich, weil halt Wano Kuni ist einfach die perfekte Insel dafür. Aber Leute, ich halte immer noch viel vom Reverie-Schwenker. Ich glaube, der Reverie-Schwenker wird antike Waffen auch nochmal thematisieren. Ich halt so, also ich lege gefühlt meine ganze Existenz auf diesen Scheiß-Schwenker zur Reverie, ne? Ich das auch, ist wirklich so krass. Ich wünsche mir so doll, dass jetzt mal der. Es ist zwar Wano Kuni zwar gerade geil, aber ich wünsche mir, dass da jetzt mal ein Cut kommt und dann, dass wir was erfahren. Deswegen, ich glaube, das wird auch passieren. Dass sie die Reverie sehen und dass eventuell dann auch das mit Shirahoshi nochmal thematisiert wird. Aber ansonsten gibt es halt immer noch, obwohl wir die Pornoglyphen und die antiken Waffen so lange kennen, ganz wenig Informationen und das waren eigentlich so gut wie alles, was wir wissen. Und Theorien dazu noch haben wir jetzt in diesen über 40 Minuten euch mal hier aufgetischt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch kennt, beziehungsweise was ihr noch für Ideen habt zu den antiken Waffen oder Theorien habt. Schreibt sie gerne in die Kommentare, wir gucken natürlich immer gerne rein. Ich habe sonst nichts mehr zu sagen. Ja, die Frage ist halt, ob es eventuell noch eine antike Waffe gibt oder sowas. Also, dass es vielleicht nicht nur drei gibt, sondern dass die Stimme des Universums irgendwas Übernatürliches noch ist. Aber das steht in den Sternen. Und ansonsten, ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich gebe die letzten Worte wie immer an den guten Myrolox weiter und bin jetzt erstmal raus. Ja, Leute, antike Waffen, wie gesagt, eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Wirklich mal zu jeder Theorie. Was glaubt ihr, was ist mit dem Ei? Pluton, nur noch ein Wrack oder immer noch benutzbar? Uranus, welche Person könnte es sein oder ist es eine Waffe? Wie gesagt, schreibt mal wirklich da eure ganzen Meinungen mit rein, weil es halt sehr interessant ist, was halt, ja, nicht nur wir beide, also zwei Personen davon halten, sondern halt wirklich ein paar hundert Leute jetzt dazu schreiben. Dann hat man da auf jeden Fall einen besseren Referenzwert. Deswegen, das würde mich sehr interessieren. Ich bin
bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuendeschauen dieses Podcasts zu den antiken Waffen. Und ja, der nächste Podcast müssen wir mal schauen. Entweder Charakteranalyse oder Cover-Stories wollten wir auch noch machen. Da kommen wir auch irgendwann nochmal zu. Aber es ist halt, also Cover-Stories wird auf jeden Fall so ein richtig, richtig langer Podcast, wo man wirklich über jede Cover-Story nochmal explizit spricht. Das aber an sich noch Zukunftsmusik. Wie gesagt, danke fürs Zuendeschauen, Leute. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt mal. Oh, weißt du, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist? Was denn? Hashtag euer Lieblingspoliglyph, aber das macht ja gar keinen Sinn. Moinsen. Schreibt mal Hashtag eure Lieblingsantike Waffe. Also entweder Poseidon, Uranus oder Pluton in die Kommentare mit einem Hashtag, damit wir wissen, welche antike Waffe die gehypteste in der One Piece Community ist. Und das waren jetzt auch meine letzten Worte, Leute. Haut rein, danke fürs Zuschauen. Ciao und tschüss. Oh.